Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vault Warships mit Motality und heute soll es um die SMS, also seiner Majestät Schiff Kaiser gehen, das Typenschiff für die Kaiserklasse. Von dieser Klasse gab es 5 Schiffe und neben der Kaiser natürlich noch die Friedrich der Große, die Kaiserin, die Prinzregent Leopold und die König Albert. 1910 wurde sie in Kiel gelegt und 1912 in Dienst gestellt. 172 Meter lang, 29 Meter breit und sie machte 23,4 Knoten Fahrt. Das ganze Schiff war relativ innovativ für die Hochseeflotte des Kaiserreichs, da es das allererste Schiff mit einem Turbinenantrieb war, also das allererste Großlinienschiff mit einem Turbinenantrieb und konnte deshalb auch mehr Fahrt machen und natürlich auch die Geschütze anders anordnen. Das zweite große innovative Konzept waren die überstehenden Kanonen, die auch feuern konnten, ohne den anderen Turm zu gefährden. Die Deutschen haben das hier mit der Kaiserklasse das allererste Mal ausprobiert und es hat funktioniert. Außerdem war sie natürlich das erste deutsche gepanzerte Schiff mit 350 mm Panzerungsgürtel. Das wurde später mehr oder weniger Standard, deshalb war es zu dem Zeitpunkt, wo die Kaiser rauskam, das best gepanzerte deutsche Schlachtschiff. Ja, sie ist bewaffnet mit 305 mm Artillerie von Krupp. Warum 305 mm? Da damals ja alles in Zoll bzw. Inches hier gemessen wurde, ergab das genau 12 Inch. So, bevor wir uns jetzt ins Gameplay schmeißen, ein paar Worte zur Geschichte. Denn vor dem Ersten Weltkrieg war die gute SMS Kaiser im Südatlantik stationiert und besuchte unter anderem die Häfen in Brasilien, Chile und der Dominikanischen Republik. Bei Kriegseintritt wurde die Kaiser zurück nach Deutschland beordert. Dort wurde sie Teil der Hochseeflotte und nahm zuerst an der Eroberung der baltischen Inseln teil. Dort konnte sie den russischen Zerstörer Grom manövrierunfähig schießen. Später, 1917, nahm sie auch mit ihrem Schwesterschiff der Kaiserin an der Skagerrak-Schlacht teil und konnte dort den britischen Kreuzer HMS Calypso schwer beschädigen. Am 21. Juni 1919, also nach dem Krieg, versenkte sich die SMS Kaiser mitsamt der gesamten deutschen Hochseeflotte in Scapa Flow selbst, um der Beschlagnahmung durch die Briten zu entgehen. Das Wrack wurde 1929 gehoben und verschrottet. Dann vergleichen wir doch die gute Kaiser nochmal mit ihren Pendants, zum Beispiel der Wyoming, dem Yogi, der Imperator Nikolai und der Ichizuchi. Insgesamt haben wir mit 46.400 Hitpoints mit die meisten Hitpoints hier auf dieser Stufe, also sehr, sehr gut. Auch die beste Panzerung im Spiel, 350 mm. Alle anderen kommen, wir können ja mal gucken, hier bei der Nikolai zum Beispiel auf maximal 300 mm oder bei den Amerikanern bei 305. Torpedoschutz ist auch ziemlich gut, was irgendwie interessant ist, da man ja weiß, dass die Deutschen später da massiv Probleme haben. 24% und dabei bleibt es fast bis zum Ende des Baumes. Artillerie. Wir sind bei einem guten Standard mit 305 mm. Das haben so ziemlich alle, außer die Miyogi, die ist ein bisschen kräftiger bewaffnet. Wir haben eine Feuerreichweite von 14,6 km. Das ist sogar sehr gut. Und wir haben eine sehr, sehr geringe Nachladezeit von knappen, na, wo steht's? 26 Sekunden. Ja, das ist ziemlich gut. Damit sind wir auf jeden Fall allen anderen weit überlegen. Das einzige Problem, wie bei allen Deutschen, ist wieder mal die HE-Granatenfähigkeit. Mit 3500 Höchstschaden ist sie ganz, ganz unten angesiedelt. Zum Beispiel die Ichizuchi bei 5200. Ja, der größte Nachteil dieses Schiffes ist hier tatsächlich die Turmdrehgeschwindigkeit mit 48,6 Sekunden. Das ist ziemlich hoch und deshalb muss man sich hier ein bisschen schon vorher eindrehen, um dann auch für alles gewappnet zu sein. Flugabwehr haben wir hier 28 Punkte. Das ist mit das Beste, was es auf dieser Stufe gibt und es bringt euch absolut gar nichts, denn natürlich wird jeder Flugzeugträger aus euch ein Schweizer Käse machen. Manövrierfähigkeit sind wir bei 23 Knoten, das ist ziemlich gut, nicht ganz das Beste, da ist auch die Ichizuchi mit am besten, aber wir sind im oberen Mittelfeld. Wendekreis von 600 Metern und eine Ruderstellzeit von 13 Sekunden ist ziemlich okay und wir sind damit ziemlich wendig. Die Verborgenheit ist allerdings nicht so dolle, wir gehen bei 13,8 Kilometer auf, deshalb Vorsicht, wohin ihr fahrt. Gut, ich würde sagen, wir springen mit der SMS Kaiser jetzt mal ins Gefecht, viel Spaß. Da sind wir auch schon, mitten in einem massiven Fünfergefecht. Wir haben massig Kongos und zwei Tsuhios als Gegner. Genau das, was man sich wünscht in einer Stufe 4 Kaiser, Ovi. Die haben natürlich alle höhere Reichweite und die gegnerischen Flugzeugträger sind extrem gefährlich für uns.
Wir können vielleicht einigen Torpedos ausweichen, aber ein paar werden uns definitiv treffen. Mal gucken, was passiert. Ich werde hier ein bisschen bei der Flotte bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen, aber ich werde mich hier hinter unseren Königs und, was haben wir noch? Kongos stellen, um die zu supporten. Ja, ganz vorne haben wir nichts zu suchen. Wir versuchen uns aber irgendwie in Reichweite zu bringen. Am besten erstmal. Aha, da hinten geht schon los. Da hinten haben wir eine Kaiser gefunden. Ja, am besten erstmal die eigenen Zerstörer supporten. Und sei es auch nur ein kleiner Treffer, Doppeldurchschlag oder so auf einen gegnerischen Zerstörer, es reicht meistens, um die HP quasi ja, wegzunehmen, damit unser Zerstörer hier leichtere Möglichkeiten hat, den Gegner rauszunehmen. So, deshalb ziehe ich schon mal hier hin. Irgendwo hier wird doch bestimmt gleich einer aufgehen. Da haben wir schon die ersten Flugzeuge. Mit der Steuerung-Taste könnt ihr die Maus hier sehen und irgendwas anklicken. Das ist dazu da, damit die Flak ein priorisiertes Ziel hat. Also da zuerst drauf schießt, wenn es mehrere Ziele gibt. Und meistens ist es ja so, dass es mehrere Ziele gibt. Deshalb nehmen wir hier tatsächlich einen Torpedoflieger. Außerdem, für alle, die jetzt fragen, warum ich oben gleich einen Schadenszähler habe und warum ich hier ein bisschen mehr Details sehe, guckt bitte mein Interface-Video, das kann man alles in den Einstellungen einstellen. Wir spielen hier komplett ohne Mods. Und da haben wir eine Furutaka. Gucken, ob wir die treffen. Ich habe ziemlich weit vorgehalten. Und, ah ja, kleiner Streichschuss quasi. Ja, auf die Dinger hier sollte man sich nicht wirklich verlassen. Die sind ein bisschen verbuggt. Aber gut, was soll's. So, Furutaka fährt jetzt mit der Breitseite zu uns. Na, dreht schon wieder ein, sehr schade. Aber wir laden ja relativ schnell nach. Vielleicht kriegen wir da tatsächlich noch ein paar Treffer drauf. Das wäre echt cool. Ah, jetzt dreht er wieder ein, schade. Das wird wohl nichts. Wir sind nicht das präziseste Schiff im Hafen. Ne? Wir sind relativ unpräzise, also für alle Stufe 4er. Nur die Japaner sind da ein bisschen schlimmer. Die Miyogi, die trifft halt gar nichts. Aber die Amerikaner sind tatsächlich präziser. So, ich werde mal kurz hier stoppen. Vielleicht kriege ich hier nochmal einen Schuss auf die Furutaka, ohne dass uns die Insel hier dazwischen funkt. Na komm schon. So, mit Z kann man mitfliegen. Fragen ja auch immer noch welche. Und, oh lol. First Blood. Ja, das war einfach. Okay, da kommen schon wieder Bomber auf uns zu. Die wollen aber, glaube ich, nicht zu uns. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wollen die Kongo. Ne, die kommen tatsächlich mitten auf uns drauf. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich werde jetzt warten, bis die andere Kaiser hier bei mir ist, dass wir dann da gemeinsam drauf schießen können. Ich habe sie wieder priorisiert, falls da noch irgendwelche anderen Flieger kommen. Einen haben wir abgeschossen. Sehr gut. Macht weiter, Jungs. Los. Wir können das jetzt nicht mehr beeinflussen. Unser Schiff quasi, oh Gott, schießt alleine. Einen Treffer gab es, den können wir aber reparieren. Unser Brand ist gelöscht. Und da drüben können wir eventuell, nein, können wir nicht. Wir können im Moment gar nichts beschießen, das ist sehr doof. Aber von seinen Bombern kommt keiner mehr nach Hause. Na, wenn es das wert war, bitte. Da vorne haben wir eine gegnerische Kaiser, eine Königsberg und eine Zivio, eine Wyoming. Das wird lustig. Da mischen wir uns ein. Ich gebe mal wieder Vollgas. Wir werden ein bisschen die New York unterstützen, die ja auch keine Reichweite hat. Und wir nehmen die Königsberg. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Königsberg will ausweichen. Mal gucken, ob wir sie treffen. Das ist auf jeden Fall das bessere Ziel gerade. Ah, ein Turm will man nicht mitspielen, das ist ein bisschen nervig. Ach, schade. Kein ordentlicher Treffer. Dann schießen wir nochmal auf die Kaiser. Da ich jetzt Breitseite zeige, mache ich, dass ich hier rumkomme und ganz, ganz, ganz schnell ein bisschen angewinkelt bin. Dann haben wir noch eine Wyoming, eine Clemson, eine Kaiser. Wir schießen auf die Kaiser. Die Kaiser ist natürlich das bessere Schiff, das besser gepanzerte Schiff. Deswegen müssen wir ein bisschen höher ansetzen, damit wir auch ja nicht den großen 350mm Granatengürtel treffen. Oh ja, wir haben ganz gut getroffen für 5000. Durchschlagen werden wir sie wohl nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Aber gut, da kommt uns eine Clemson hinterher. Ich könnte jetzt nochmal einen kurzen Tick drehen, damit wir auch ja nochmal gleich mit einer vollen Breitseite schießen, mit allen Kanonen. Das war eben nicht der Fall. So. Okay, volle Breitseite diesmal. Wir drehen nochmal, auf dass uns die Clemson hier ein bisschen auf den Pelz rückt. Und nochmal 7000 hinterher, das war auch gut. Ja, so langsam steigert es sich. Wir haben hier gerade eine ganz gute Position. Im Moment kann tatsächlich nur die gegnerische Kaiser auf uns schießen. Und die hat gerade mit der New York vor uns zu tun. Finde ich gut.
Die Wyoming ist aber mittlerweile auch in Reichweite. Die müsste jetzt gleich auf uns schießen, aber wir schießen weiter auf die Kaiser. Die muss raus, wenn ich sie denn sehen würde. Ah, da ist er. So, Breitseite fliegt. Mit der Taste Z fliegen wir wieder mit. Oh, die kommen ganz gut. Ein Tick zu hoch, schade. Ist ein bisschen schwierig zu zielen. Ich habe die schon eine Weile nicht mehr gespielt und da kommen schon wieder die nächsten Flieger. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Die kommen natürlich alle zu mir. Wir können hier aber gleich nochmal eine Breitseite abdrücken. Da hat natürlich auch wieder gerade eben ein Geschütz nicht gefeuert. Das ist immer das aus der Mitte. Ist ein bisschen kompliziert. Aber die müsst ihr jetzt hier ordentlich treffen. Und oh, die gehen da hinten auf die New York. Tschüss New York, würde ich sagen. Ja, den haben wir zerstört. Und die New York hier hat gerade ernsthafte Probleme mit Torpedos. Aber Gott sei Dank nicht allzu viel getroffen. Ich hoffe, sie kann sich nochmal reparieren. Wir schießen derweil auf die Wyoming. So, mit der Taste X könnt ihr immer andere Ziele suchen, ne? Falls euch da irgendein Ziel, was ihr hier sucht, nicht gefällt, nehmt ihr... Oh Gott, verdammter Nebel. Nehmt ihr einfach die Taste X, um euer Ziel selbst zu bestimmen. Ich drehe jetzt hier wieder ab. Das macht keinen Sinn, da in einen Zerstörer und in einen Nebel zu fahren. Die sehen uns zwar jetzt quasi nicht, aber wir können auch nichts machen. So, wir haben unsere Reparatur noch nicht gebraucht und wir haben im Moment auch ein paar Schiffe weniger, also eins. Die haben eins mehr zerstört. Das heißt, zum Schluss werden wir das vielleicht sogar verlieren. Ja, mal gucken. Na, da unten geht ja einiges ab. Da hinten haben wir einige Zerstörer, die sich da mit irgendwelchen Kongos anlegen. Oh je. Und oh, die Wyoming ist da. Naja. Jetzt ist natürlich ein Stück grün dazwischen. Ich glaube aber, ich nehme mich den hier an. Wir können die Clemson einfach so versenken. Die Clemson muss sehr nah ran für Torpedos. Das heißt, wir werden sie wahrscheinlich sehen und auch beschießen können. Und die Clemson hat dann extrem schlechte Karten. Und wir haben jetzt die Wyoming, die sich dreht. Wir warten, bis sie die Drehung vollendet hat. Und schießen jetzt. Ich versuche natürlich Wasserlinie die vorderen Türme zu durchschlagen. Ah, hat nicht ganz geklappt, nur 3000 Schaden. Wir sind zu hoch eingeschlagen, sehr schade. So, die Clemson ist unser größtes Problem. Die Wyoming sollte überhaupt kein Problem sein. Die nehmen wir raus. Vor allem, weil sie auch HE schießt. Interessant. Aber vor der Clemson müssen wir uns in Acht nehmen. Da ist er wieder. Und die kommt natürlich voll auf uns zu. Secondaries, bitte mal kurz auf die Clemson. Nee, warte mal. Wir machen mal hier auch mal mit der Hauptartillerie kurzen kleinen Zwischencheck auf der Clemson. Oh, leider nur ein Treffer. Ein einziger. Das ist nicht gut. So, die Clemson ist jetzt arschgefährlich. Deswegen haue ich jetzt ab. Sie will Torpedos schmeißen. Gut, kann sie tun. Wir drehen ab. So, Secondaries schießen bereits auf die gute Clemson. Haben sie auch getroffen, aber ist nichts passiert. Und wir machen, dass wir unseren dicken Hintern hier aus der Torpedozone kriegen. Ihr seht's, die Türme drehen sich natürlich extrem langsam. Was uns jetzt einen kleinen Nachteil gibt. Können wir jetzt aber hier nochmal... Oh, jetzt werden wir von den Flugzeugen angegriffen. Noch nicht reparieren, weil jetzt kommen gleich nochmal Torpedoflieger. Ich drehe schon in die andere Richtung. Ich werde auch nochmal die Wyoming beschießen. Und jetzt werden wir massiv von Torpedos bedroht. So, einen konnten wir ausweichen. Einem Abwurf. Wir konnten der Wyoming noch eine mitgeben. So, jetzt bremse ich ab. Und lasse die Torpedos einfach mal vorbeizischen. Sehr gut. So, und jetzt sind wir halt am Ende der Karte angelangt. Das ist jetzt nicht so geil. Ich werde mich nochmal reparieren. Und wir haben hier noch leider sehr viele Torpedoflieger. Die uns hier tatsächlich auf die Nerven gehen. Und mal gucken, ob wir das überleben. Aber auf jeden Fall nehmen wir hier noch ein Stück Wyoming mit. So, ich drehe hier wieder ab. Ich will hier eigentlich gar nicht surfen. Das war nicht beabsichtigt. So, absolut nicht. Okay, wir können auch den Brand erstmal löschen. Alles gut. Wir haben es überlebt. Oh, wer hätte das gedacht? So, währenddessen schießen wir natürlich wieder auf die Wyoming. Die sollte jetzt demnächst mal rausgehen. Nee, wir haben nur einen Turm getroffen. Das ist jetzt natürlich nicht schön. Okay. Das war's. Irgendjemand hat sie getoppt. Und da hinten schießt eine Königsberg auf uns. Die holen wir uns auch gleich. Aber zuallererst mal gehen wir auf die Clemson, weil die fühlt sich gerade ziemlich sicher. Und ja, sowas sollte man ausnutzen. Ne, wenn ein paar gute Treffer auf der Clemson drauf sind. Wir können jetzt auch auf HE laden, aber wie gesagt, HE macht jetzt nicht so viel Schaden. Können wir sie höchstens beschädigen. Aber wir haben die Clemson erstmal ein bisschen verjagt. Jetzt bringen wir uns hier mal ein bisschen in Sicherheit. Wir werden hier gerade von der Königsberg ganz schön malträtiert. Da kommen auch Torps von der Clemson. Und die Königsberg geht auch an den Rand der Karte. Wir kommen nicht mehr ran. Keine Reichweite mehr. Naja.
So, wir sind bei 57.000 Schaden. Ich versuche mich gerade ein bisschen zurückzuhalten und lasse mir mal die König und die Kaiser vor. Fahre auch ein bisschen wieder zurück zu unserem Cap, um das Ganze hier ein bisschen wieder zu beruhigen, dass wir hier auch gleich wieder ein bisschen HP wiederherstellen können und so weiter. So, die Klemmsen wird da ganz schön getorbt. Auch, oh, guter Treffer. Die Klemmsen ist weg. Okay. Das heißt für uns jetzt natürlich auch, wir fahren zurück. In 36 Sekunden können wir wieder ein paar HP herstellen. Das ist sehr wichtig, denn da unten kommt noch eine König, mit der wir uns anlegen müssen. Und eine König ist extrem gefährlich. Da vorne haben wir noch einen Kongo. Nur die Königsberg, die kann im Moment gar nichts machen. Wir können nichts machen. Das heißt, wir brechen hier den Kampf ab und fahren erstmal wieder nach Hause. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Flieger uns irgendwann mal in Ruhe lassen, weil das ist echt nervig gerade. Im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus für uns. Ja. Ihr seht, wir haben noch 4 Schlachtschiffe, die haben nur noch 2, die haben nur noch 2 Flugzeugträger, wir haben 2. Die haben auch irgendwo noch einen Kreuzer, das ist der da oben. Und wir versuchen jetzt noch ein bisschen was mitzunehmen einfach. Oh Gottes Willen, sind da hier viele Torpedos unterwegs. Ja, tschüss Kaiser. War schön, nicht gekannt. Oh, die Königsberg wurde ausgelöscht. Und die Kaiser wird auch gerade mitgenommen. Oh Mann. Ja, so viele Torpedobomber, da kannst du nichts machen. Wenn die dich in der Seite erwischen, bist du einfach tot. Das war sogar eine Detonation da hinten. Okay. Ist die Königsberg explodiert. So, da unten haben wir eine König. Mit der wollte ich mich anlegen, genau. Ja, was ich ein bisschen schade finde in dem Spiel, also nicht nur, dass man nicht die Kaiserfahne sieht, ne? Die fehlt halt einfach. Wir haben hier hinten die komische rote. Das ist natürlich völlig falsch. Die Kaiserfahne wäre hier eigentlich theoretisch Pflicht. Und man kann keine Heißluftballons starten. Was ich ein bisschen schade finde, weil zu dem Zeitpunkt, wo diese Schiffe hier unterwegs waren, gab es tatsächlich Luftballons, also Heißluftballons oder Zeppeline, die natürlich gestartet wurden, um die Übersicht zu garantieren. Und alter Schwede, die König macht einen Heidenschaden, die hat aber auch 380 mm. Oh, das wird übel. So. Wir können mit HE schießen und können die anzünden. Oh Gott, ist die langsam. Na gut. Wir schießen einfach jetzt die König zusammen. Mal gucken, wer dann aus dem Kampf da als Sieger hervorgeht, weil wir haben ja noch eine Kongo und im Moment schießt die auf die Kongo. Das heißt, wir können uns hier komplett an ihr versuchen. Aber jetzt kommt der gepanzerte Bug zu uns. Das ist nicht so geil. Ja, da werden wir nicht so ohne weiteres durchkommen. Aber oh, sie dreht, sie dreht. Das ist gut. Dann versuchen wir es nochmal. Ein bisschen höher, nicht den Panzergürtel treffen, sondern irgendwo in Richtung Aufbauten. Dann kommen wir auf 3600 Schaden. Das ist okay. Mein Gott, durchschlagen werden wir sie nicht. Keine Chance. Dafür ist sie zu gut gepanzert. Wir haben zu schlechte Kanonen dafür. Im Nahkampf ist es vielleicht was anderes, aber mal gucken. Jetzt wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um hier mal eine ordentliche Breitseite an den Tag zu legen, liebe Kaiser. Das wäre richtig schön. So. Dann versuchen wir es hier nochmal. Ja, 6000, das war okay. Da kommt schon wieder, ich höre da schon wieder Flugzeuge. 18 unsere, okay. Los, liebste König, du willst doch drauf gehen. So. Wir laden relativ schnell nach, das heißt, wir können gleich nochmal eine Salve hinterher setzen. Auf die gute König. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Unsere Kongo sieht nicht mehr allzu gesund aus. Ja, die gegnerische König ist natürlich extrem stark, ne? Die hat jetzt noch 24.000 Hitpoints. 20.000. Kriegt jetzt aber auch ein paar Torps ab. Nein, kriegt sie nicht. Sehr schade. Vielleicht jetzt. Na, sieht schlecht aus. Ich werde mich nochmal reparieren. Doch, hat ein Torpedo gefressen. Sehr gut. So, dann holen wir uns mal die Reste der König. In welche Richtung guckt sie? In unsere Richtung. Okay. So, Breitseite auf die König. Und voll daneben. Sehr gut, Kaiser. Ey, das war ja mal, ne? Das kommt ins Logbuch. Befehlsverweigerung. Ich bremse mal ab, dass ich hier nicht gleich irgendwo gegenfahre, beziehungsweise hier nochmal drauf schießen kann. Und nicht irgendwelchen grünen Geografie-Quatsch hier zwischen mir und der König habe. So, Heck. Das ist jetzt nicht gut. Ja, genau das passiert, wenn wir ein Heck einer König sehen. Nämlich gar nichts. Sehr gut. Nee, ich werde rückwärts fahren. Rückwärts ist besser. Was haben die Gegner noch? Die haben nur noch eine Tsuhio, die haben noch die König. Das heißt, wir können jetzt eigentlich quasi nur zugucken. Schön, dass die König uns wenigstens einen Gefallen tut und wenigstens in unsere Richtung fährt. Finde ich gut. Danke, König, dafür.
können wir hier tatsächlich nochmal eine Breitseite abgeben, die absolut daneben geht. Ah. Er ist auch ein Tick ausgewichen, aber ich habe auch sauschlecht geschossen. Na gut. Ich werde demnächst auf HE wechseln, weil ich tatsächlich gerade nur die gepanzerten Stellen vom Schiff sehe. Aber okay, kommt mir wieder entgegen, finde ich gut. Komm schon Schiff, komm schon Schiff. So, Breitseite fliegt. Wir können mit Z wieder mitfliegen. Wir haben sie eigentlich ganz gut getroffen für 4400, aber er repariert sich gerade. Was die Sache ein bisschen erschwert. Ich werde jetzt auch nochmal kurz mit HE nachlegen. Ah, okay, jetzt ist gerade blöd, HE geladen zu haben, aber eine Runde geht. Ich werde mich jetzt auch wieder anwinkeln, so langsam aber sicher, und warten, bis unsere Flugzeugträger hier den Rest gemacht haben. Na, das war's. Vielleicht treffen unsere HE-Granaten. Nee, die treffen nicht mehr. Schade. Nö, die hätten aber gut getroffen. So, wir haben das hier erfolgreich überlebt. Da kommen nochmal die Flugzeuge. Kann sein, dass wir jetzt gleich nochmal irgendwas ausweichen müssen. Nein, die gehen auf die Flugzeugträger. Okay, den werden wir jetzt wohl nicht mehr kriegen. Das heißt, wir werden jetzt die letzten 3 Minuten einfach nur noch abwarten. Wir sind bei 84.000 Schaden. Das ist okay. Damit kann ich leben. In einem Fünfergefecht dieser Größe. Wir hatten nur 2 Kreuzer, die wir beschießen konnten. Das ist sehr, sehr schade. Die Frutak haben wir rausgenommen. Die andere ist da oben geplatzt. Mit mehr Kreuzern macht es natürlich mehr Spaß, Schlachtschiffe zu fahren. Das ist ja immer so. Und ansonsten hatten wir nur schwer gepanzerte oder sehr, sehr leicht gepanzerte Ziele. Und da ist 84.000 Schaden schon okay. Hab mich zum Schluss ein bisschen doof angestellt. Das kann aber passieren, mein Gott. Und insgesamt gefällt mir die Kaiser, überhaupt die ganze Linie, also auch die König und die Bayern, die gefallen mir richtig, richtig gut. Wobei die Bayern fand ich ein bisschen, ja, ein Aussetzer nach unten ist, aber alles andere hat mir richtig, richtig, oh, gut gefallen. Und wen haben wir denn da? Eine Tsuhio. Die fährt direkt auf uns zu, das gefällt mir. Finde ich nett, vielen, vielen lieben Dank, lieber Kexton, dass du uns hier nochmal die Chance gibst, dass wir das machen, aber jetzt, oh, jetzt ist es ausgewichen. Na gut, wir haben ja noch eine Kanone. Die hat der eben nicht geschossen. Oh, wieso ist denn jetzt schon wieder zugegangen? Flugzeuge, ne? Macht mal eure Arbeit hier. Ja, wenn ihr in einem Flugzeugträger seid, versucht wenigstens irgendwie den letzten in der Sicht zu behalten. Das muss echt nicht sein, dass ich jetzt hier suchen muss. So, fährt er jetzt wieder rückwärts? Ich habe keine Ahnung. Ja, tut er. Falls unsere Kaiser überhaupt trifft. Sagte er und traf 2-mal die Zitadelle. Sehr gut. Sollte ich vielleicht öfters tun. Und schon sind wir auf 100.000. Aber das liegt eher daran, dass uns die Tsuhio tatsächlich entgegenkam. Also sehr, sehr nett. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann dauert das nicht ganz so lange. Und wir können hier eventuell nochmal einen Treffer. Oh, oh, jetzt werden wir getoppt. Auf die gute Tsuhio anbringen. Oh Gott, die sind fies geworfen. Guckt euch das an. Schönes Muster hier. Aber egal. Wir haben sie vernichtet. So, ja, war insgesamt ein sehr interessantes Battle. Wir haben 108.000 Schaden gemacht, 272.515 Credits kommt damit nach Hause. Nehmen 2.367 XP einfach, das war nicht doppelt. Und wir haben hier den Unterstützer. Beschädigen Sie mindestens 6 gegnerische Schiffe. Der verursachte Schaden an jedem Schiff muss 20% von dessen Ausgangs-TP, also Trefferpunkte, übersteigen. Und wir haben den vernichtenden Schlag. Zerstören Sie ein gegnerisches Schiff mit einer einzigen Artilleriesalve, Torpedosalve oder Flugzeugattacke, die 50% der Ausgangstrefferpunkte des Schiffes übersteigt. Ja, haben wir geschafft. Außerdem haben wir 59 Treffer an sich, ne? 33 davon sind durchgegangen, aber wie gesagt, guckt da nicht ganz so drauf, das ist noch ein bisschen verbuggt. Wir haben 7 Flugzeuge abgeschossen und das wirklich auf Stufe 4, die ja absolut keine Flak hat, aber insgesamt ist die Flak halt von allen am besten auf Stufe 4. Von allen Schlachtschiffen. Wir haben 3 gegnerische Schiffe versenkt. Wir sind hier heil rausgekommen. Haben 5 Treffer auf der Zitadelle gemacht, wobei die letzten 3 tatsächlich nur auf dem Flugzeugträger waren. Ja, wir haben den Punkt verteidigt und konnten mit der sekundären einen einzigen Treffer ansetzen. Ja, die sekundäre ist hier noch nicht so doll, wird später besser. Wir sind auf Platz 1 mit 1578 Grund-XP. Das ist okay, damit kann ich leben. Und wir haben... Oh, haben wir hier irgendwem richtig wehgetan? Außer der Tsuhio, ja, der Furutaka, die war lustig. Ja, die König, ne, die hätte uns auseinandernehmen können, hat sich Gott sei Dank dagegen entschieden, finde ich gut. Und wir haben insgesamt 250.000 Credits, die wir mit nach Hause nehmen können. Gut, das war's dann auch erstmal zur Kaiser. Unglaublich schönes Schiff, insgesamt machen mir die Deutschen unheimlich viel Spaß. Und falls ihr anfangt irgendwann mit einer, ja, Schlachtschifflinie, dann versucht euch mal mit den Deutschen, die sind da wirklich sehr, sehr anfängerfreundlich. Gut. Das war's. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.